So, die Aufzeichnung läuft. Jetzt haben wir auch genug gelacht, weil es ist ein ernstes Thema, Gabi, oder? Ladies und Gentlemen. Also ich meine, wir sprechen jetzt hier nicht einfach über Frauen und Männer, sondern es hat wirklich Gewicht, Ladies und Gentlemen. Guten Abend und keine Gentlemen. Und ich bin jetzt total gespannt, was du da draus machst, Gabi. Ja, ich war den ganzen Tag heute unterwegs und habe keine Gedanken daran verschwendet. Aber so, was jetzt gerade kommt, ist heute Morgen. Also ich bin heute Morgen um 10 oder so aus dem Haus und bin erst um 6 wiedergekommen. Kurz bevor ich aus dem Haus ging, habe ich mich gebückt und meine Jeans ist aufgerissen hinten. Also der ganze Hintern. Ja, so kennt ihr das, wenn die schon so dünn ist an der Sitzfläche und ich frage, ich habe keine Zeit. Und habe mich angeguckt, ja cool, ich habe ein langes T-Shirt an und einen echt langen Pulli, passt. Und bin los und bin dann den ganzen Tag mit total zerrissener Jeans rumgeglatscht und keiner hat es gemerkt. Und dann, jetzt gerade denke ich mir so, ist das ladylike? Ja, so, ich finde schon, weil ich meine, ich habe dieses kleine Video gepostet in der Gruppe, was für mich eine Lady ist. Und eine Lady kann alles machen, was sie will. Solange sie bei sich ist. Solange sie sich nicht bewertet. Solange sie weiß, was sie will. Solange sie niemand anderen damit verletzt. Ja. So, alles, was damit hochkommt. Wollen wir das bitte jetzt loslassen, zerstören und umkreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shots, boys and beyonds. Und die gute Sache ist, ich habe mir direkt zwei Paar neue Jeans gekauft, als ich zwischen zwei Geschichten Zeit hatte. So, was ist richtig daran, dass ich mir morgens die Jeans zerreiße? Und also meine ganze Intention war jetzt mit diesem Zoom, weil ich fand das spannend, was ich da in meinem Kopf hatte in Bezug auf Ladies, dass ich da einfach ein bisschen mehr mit euch drüber reden wollte, weil in meiner Welt war eine Lady immer irgendwas aus irgendwelchen Agatha Christie-Romanen, die in ihrem Herrenhaus saß und Diener hatte und Mädchen hatte und die irgendwie kühl war und die so unerreichbar war. Womit wir wieder bei diesem Abstand wären, der derzeit bei Access ganz viel hochkommt. Also, gibt es irgendjemanden hier, der noch nichts mit Access zu tun hat? Nein. Und wenn, Pech. Dieses Unerreichbare, was ich als Leserin solcher Romane hatte in Bezug auf Ladies, hat sich bei mir niedergeschlagen als, oh, das ist jemand, zu dem wir keinen Kontakt haben, zu dem man keine Verbindung hat, zu dem man wirklich Abstand wahren muss. Und für mich ist mittlerweile eine Lady jemand, die so bei sich ist, dass sie keinerlei Abstand braucht, weil sie jederzeit weiß, weil sie jederzeit in ihrem Gewahrsein ist, weil sie jederzeit empfängt und weil sie jederzeit ist. So, alles, was das hochbringt, überall, wo ihr euch noch nicht anerkannt habt als die Ladies, die ihr seid, wollt ihr das bitte jetzt zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pot, pock, online, shorts, boys and beyonds. So, welche Lügenerfindungen, Agenten und Bewertungen verwendet ihr, die euch festhalten lassen in der Dominanz, der Mittelmäßigkeit, des Bösen, der Korruption, die ihr wählt, um den Abstand beizubehalten, den ihr glaubt zu brauchen. Alles, was das ist, mein Gott, Zillionen, wollen wir das bitte jetzt zerstören und umkreieren? Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyonds. So, Ladies, habt Lust mitzureden? Was geht bei euch ab, wenn ihr darüber nachdenkt? Oder es kam ja ganz viele Kommentare schon. So, was ist es, was bei euch passiert, wenn wir über Ladies reden? Du, Gabi. Ja? Ich hänge sofort und gleich bei deinen Eingangsworten, solange sie niemand verletzt. Mhm. Das ist irgendwie, geht es da um die
Intention oder wie hast du das gemeint? Weil wir verletzen oft Leute, ich meine, nicht mit Intention, aber die fühlen sich dann verletzt durch das, was ich tue. Ist es dann nicht mehr ladylike oder? Das ist genau der Kasus Knaxus. Mhm. Deine Intention ist nicht zu verletzen. Du bist freundlich als Lady. Aber manchmal wählen Leute, sich verletzt zu fühlen. Ja, und das ist deren Wahl. Es geht um dieses nicht gemein sein, sondern freundlich zu sein. Und ja, manchmal ist es die größte Freundlichkeit, Stahl zu sein. Manchmal ist es die größte Freundlichkeit, jemanden in seine Schranken zu weisen. Die größte Freundlichkeit dir gegenüber, aber auch der anderen Person gegenüber. Weil die kann da vielleicht was verändern. Ja? Das ist Verletztdingens. Das ist wirklich die Wahl, die wir alle persönlich haben. Fühlen wir uns verletzt oder fühlen wir uns nicht verletzt? So. Passt das? Also bitte nochmal was zu dem Ulrike hier. Nochmal zu dem Thema Abstand sagen, bitte, was du vorhin meintest, was jetzt gerade so wirklich spruchreif und aktuell ist. Wie ist das gemeint mit dem Abstand? So, also das ist, man kennt das ja bei Access mittlerweile. Jetzt werden neue Worte, möchte ich fast sagen, gefunden für Dinge, die wir eh schon wissen. Dieser Abstand, da hätten wir vielleicht früher dazu gesagt, unsere Hintertür oder unseren Mangel an Empfangen. Ja? Also was dieser Abstand ist, wir verwenden einen Abstand zwischen uns und uns, also zwischen uns und dem, was wir wahrhaftig sind. Wir verwenden einen Abstand um den zwischen uns und anderen Leuten. Wir verwenden Abstand zwischen uns und unseren Fähigkeiten, zwischen uns und unserer Kreativität, zwischen uns und unserer Freude. Einfach, weil wenn wir keinen Abstand mehr hätten, es so intensiv wäre und wir so fast gezwungen werden, uns zu wählen und die zu sein, die wir wahrhaftig sind, dass es für uns zu intensiv wird. Wir haben abgekauft, es ist intensiv, es geht nicht. So, der Dane hat im letzten Being You Facilitator Call so als Beispiel gesagt, wir haben jemanden, der hat Probleme. Ja, und das kennt ihr sicher alle. Ihr habt eine Freundin, einen Freund, einen Partner, Kind, irgendjemand, der Probleme hat. Und ihr könntet helfen, ja? Sagt ihr euch, oh, ich kann dem Werkzeuge geben, ich kann dem Fragen stellen, ich kann dem beitragen. Und derjenige aber sieht das nicht. Der hat nicht dieses Gewahrsein, dass er was verändern könnte. Der bleibt stecken in dem. Und so, was macht ihr? Ihr haltet komfortablen Abstand. Ja. Ist das nicht respektvoller Abstand? Das ist eine Frage, mit der du spielen kannst. So, wenn ich weiter erzähle, was Dane dazu gesagt hat. Es ist dieser Abstand, wo ihr euch zurückzieht von der Verbundenheit mit der anderen Person. Es ist nicht der Abstand, dass ihr sagt, ich bin nicht mehr für dich da oder ich mag dich nicht mehr oder du bist doof, sondern es ist dieser Abstand, wo ihr seht, ihr könnt nichts ausrichten oder ihr glaubt, nichts ausrichten zu können oder ihr glaubt, ihr müsstet was ausrichten und könnt es nicht. Und das ist dann der Abstand, der bequeme Abstand, den ihr einnehmt, als das Gewahrsein zu sein, die Freude zu sein, die ihr wahrhaftig seid, egal was diese andere Person will. So, der Abstand ist euer Rückzug von dem, was ihr glaubt, nicht fähig sein zu können. Ja. Wenn ihr nämlich diesen Abstand nicht einhalten würdet, wenn ihr euch mit dieser Person weiter verbunden fühlen würdet, ohne sie zu bewerten, in vollkommener Erlaubnis mit ihr wärt, hättet ihr diese Verbundenheit und keinen Abstand und wärt immer noch die Einladung für die andere Person, ohne was tun zu müssen. Kannst du den Unterschied sehen zwischen respektvollem Abstand? Ja, kann ich. Das ist ja schon very komplex hier. Ja, okay. Ja, sorry. Nein, ist keine Bewertung. Ist nur, mir geht das ein bisschen durch den Kopf, weil ich hätte dann Sorge, in dem Moment diesenjenigen zu überfrachten. Like unfriendly overtaking. Ich kann das jetzt besser im Englischen sagen. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt ausdrücken soll. Yeah. Which might not be nice, yeah? For that person. Ja,
Aber das ist der Unterschied. Wenn du bist, wenn du in Verbundenheit mit dieser Person bist, wird es keinen Zweifel in deinem Universum geben, was du zu sagen hast, was du zu tun hast oder eben auch nicht. Mhm. Der Punkt ist die Verbundenheit, aus der wir uns zurückziehen, zu der wir bequemen Abstand halten, wenn wir glauben, nicht fähig zu sein, wenn wir nicht wissen, wer wir sind. Ja. Und sorry, wenn es komplex ist, Leute, aber ihr seid schuld, wenn ihr mir Fragen stellt. Nö, ich, das ist sehr schön. Ich danke dir herzlich. Ja, gerne. Ich habe was gelernt. Und wieder ein Medium, weil ich genau mitten im Thema gerade stecke. Und thank you for opening those eyes. Oh, cool. Ja, weil morgen Abend habe ich nämlich genau dieses Thema. Oh, guck cool. Mir wird es noch besser. Ja. Eben. Wer mich noch nicht so wirklich kennt, ihr müsst wissen, das Haklige ist, wenn mir jemand eine Frage stellt, dann sage ich all das, was mir dazu in den Kopf kommt, egal wie komplex oder wie fortgeschritten in Bezug jetzt auf Access es auch sein mag. Ja? So, was ist richtig daran? Und ich habe immer das Gefühl, wenn immer jemand wirklich eine Frage stellt und ich wirklich antworte auf die Frage, kreiert das was. Egal, was vielleicht jemand nicht versteht oder bababa oder empfängt oder nicht empfängt. Aber in dem Moment, wo ich in so einer Gruppe antworte auf eine Frage, habe ich das Gefühl, kreiert es irgendwas. Ja? So cool, danke. Das war jetzt ein lustiger Anfang. Ich würde jetzt gerne nochmal das, was mir jetzt kam, weil dieses respektvolle, also der respektvolle Abstand, ich meine, wahrscheinlich hast du es jetzt gesagt, ich muss es, glaube ich, nur einfach nochmal mit meinen Worten sagen, damit ich es kapiere. Dieser respektvolle Abstand, den Ulrike jetzt ansprach, den habe ich ja eigentlich viel eher, wenn ich den Abstand eben nicht halte, wenn ich verbunden bin und mein Gewahrsein einschalte, denn dann weiß ich, du hast es gesagt, aber wie gesagt, ich muss es gerade nochmal, vielleicht hat jemand anders auch nicht kapiert, kapiert schon, aber nicht so greifbar. Ja, das heißt, ich bin eigentlich, es ist eigentlich genau wieder mal das Gegenteil. Alles ist das Gegenteil von dem, was es zu sein scheint. Ja, also irgendwo, je verbundener ich bin, umso eher bin ich in der Lage, den anderen eben nicht zu überfrachten und ihm auf die Pelle zu rücken. Ja, weil der eine Abstand, dieses ich ziehe mich zurück, weil ich kann nicht ertragen, was der andere gerade macht oder ich sehe doch, dass er es besser machen könnte. Das heißt, ich bin nicht in Erlaubnis, weil ich nicht in Verbundenheit bin. Ja? Wenn ich wirklich in Verbundenheit bin, ist Abstand irrelevant, weil dann weiß ich, nehme ich wahr, bin ich und empfange. Genau, ich habe nämlich jetzt das Beispiel, wenn einfach nur, ich nehme mal meinen Mann, solche Situationen passieren, dass er mich irgendwie nervt. Kommt schon mal vor, oder dass ich ihn irgendwie ändern will. Merke dann aber, wie ich dann sauer werde, wie alles hochkommt und denke, du solltest doch und auf deine Gesundheit achten und das darfst oder und ist doch nicht sowas. Dann bin ich überhaupt nicht in Erlaubnis, habe die Barrieren Meter hoch, ja, habe einen Riesenabstand, obwohl es im Außen so aussieht, als würde ich ihn, als wäre der Abstand eben gar nicht da. Spannend. Ja, coole Sache. Und draufgekommen, jetzt bin ich natürlich über diese, so was ist eine Lady, ja? Und die Barbara hat es vorhin angesprochen, es geht um Freundlichkeit versus Gemeinsein oder versus Abstand halten oder versus jemanden zu exkludieren. Und diese Freundlichkeit, die für mich sowohl für einen Gentleman als auch für eine Lady total ausschlaggebend ist, ist wirklich dieses freundlich zu sich sein und keinen Abstand zu haben, sondern Verbundenheit zu haben, um wahrzunehmen und zu wissen, wie sie zu agieren hat. Ja? Und wir als Humanoids, wir sind alle wahrhaftig freundlich. So könntet ihr das bitte mal anerkennen. Ja, ihr Humanoids, die ihr da seid, ihr seid alle wahrhaftig freundlich. Nur diese Freundlichkeit ist etwas, das in dieser Realität anders definiert wurde als das, was wir sind. So für mich ist wirklich wahre Freundlichkeit, in Erlaubnis zu sein, dankbar zu sein, verletzlich zu sein und zu sehen, was ist. Ja? Keine rosarote Brille oder keine griesgraue Brille aufzusetzen, sondern wirklich gewillt zu sein, mutig zu sein, zu sehen, was ist und dann dementsprechend zu agieren.
So diese Freundlichkeit und der Mut, das waren für mich zwei ganz wichtige Dinge, als ich reingespürt habe, was eine Lady ist. Ja, eine Lady kann mit zerrissener Hose rumlaufen, aber sie wird niemals einem Kellner sozusagen Vorwürfe machen, wenn er stolpert und ihr die Suppe auf die Hose schüttet. Ja? Ja? So, das ist für mich fast die Quintessenz einer Lady. Ja? Und die Verbundenheit mit sich selber. Absolut. In allererster Linie, bevor irgendwas anderes ist. Absolut. Das ist, so hoch. Das ist immer die Voraussetzung. Ihr könnt nicht freundlich zu anderen sein, nicht wirklich freundlich und in Erlaubnis, wenn ihr es nicht für euch selbst seid. Und eine Sache, ich meine, das geht bei Access gerade so rum, der Gary hat einen Telecall dazu gemacht, der Needless Lady oder so ähnlich, ich weiß gar nicht mehr genau, die bedürfnislose Lady, ja, das ist auch so eine Geschichte. Als Lady bist du dir selbst genug sozusagen. Du empfängst zwar von anderen, aber du weißt, dass du dir selbst genug bist. Du bist nicht bedürftig. Du brauchst nichts. Du weißt, dass du alles hast und dir alles selbst beschaffen kannst. Ja? Eine wahre Lady ist niemals bedürftig. Ja? Sie empfängt, sie gibt, aber sie ist nicht bedürftig. Und das Gleiche gilt für mich bei Gentlemen. Ja? Es ist ebenso die wahre Freundlichkeit, der Mangel an Bedürftigkeit. Es ist dieses Wissen um sich selbst. Und ich habe jetzt in dem letzten kleinen Video, habe ich eben gesagt, was habe ich noch gesagt, diese Anführer im Leben zu sein. Da gab es ja sehr viele Kommentare. Und was bedeutet das eigentlich, wenn jemand der Anführer in seinem eigenen Leben ist? Es bedeutet für mich nicht, dass ich jetzt darauf schauen muss, dass mir möglichst viele Anhänger folgen, weil ich bin ja der Anführer und als Anführer brauchst du Anhänger. Sondern es bedeutet für mich nur, dass ich mache, was immer ich für richtig halte. Dass ich niemanden mich lenken lasse, sondern dass ich tue, was immer ich für richtig halte. Ja, du führst dich im Grunde genommen selber. Absolut, das ist meine Anführerschaft in meinem Leben. Ich führe mich und mein Leben. Und wenn mir da jemand folgen will, soll er gerne tun. Wenn nicht, auch recht. Ja? Aber für mich ist wichtig, dass ich das tue, was ich als richtig wahrnehme. Das, was für mich funktioniert. Und dann ist die Frage natürlich, was für eine Art Gentleman wollen wir in unserem Leben? Oder wollen wir überhaupt einen Gentleman in unserem Leben? Oder wollen wir einfach einen Mann? Den wir manipulieren können, so gut wie es geht. Ja? Und nichts davon ist falsch und nichts davon ist richtig. Und beides gleichzeitig kann auch sein. Ja? Aber für mich bedeutet auch, wenn ein Gentleman ist und auch der Anführer in seinem Leben, dass er einer dieser Männer ist, der weiß, was sie wollen, der weiß, wer er ist und der dem folgt, was er weiß und sich nicht kleiner macht und sich nicht aufgibt, für die Meinung irgendjemand anderes. Und selbst wenn das seine Frau wäre. Ja? So, lasst hören. Ich mag hier keinen Vortrag halten. Wie geht es euch damit? Also ich merke gerade, wie... Oh, entschuldige. Mach du es. Okay. Sandra. Ja, hi. Hi. Mir kam vorhin... auch drüber nachgedacht, wie ich immer eine Lady gesehen habe und ich glaube, ich habe sehr bewertend gesehen, beziehungsweise für mich ist eine Lady immer schick gekleidet, aufrechter Gang, gut betucht. Und wenn ich dann zum Beispiel die Pippi Langstrumpf hernehme, das ist der volle Gegensatz. Frech, die rennt mit zerrissenen Sachen rum, die macht, was sie will. Und ich fand das jetzt so spannend. In meinem Leben habe ich schon oft gewählt, die Lady zu sein. Aber ich liebe es auch, meine zerrissenen Jeans anzuziehen und trotzdem schick zu sein. Oder die Lady mit den zerrissenen Hosen draußen rumzurennen. Ja. Und ich denke, sie ist das auch zu erlauben, beide zu sein, ne? Also die Erlaubnis, sich zu geben, so oder so und auch in die
verschiedenen Rollen zu schlüpfen. Ja, schon, total. Klar, wir können alle Rollen sein, aber ich, für mich ist ein die Lady sein, ist wirklich was Inneres. Und es gibt so viele Frauen, die viel Geld haben, die sehr schick gekleidet sind, die tollen Schmuck haben, die in wunderbaren Häusern leben, die Dienstboten haben und die Bitches sind, die nichts von einer Lady an sich haben. Ja? Und ich kenne Ladies, die haben wenig Geld, die sind alt und nicht schön, aber bei denen, die haben diese innere Vornehmheit. Diese Freundlichkeit, ich komme immer wieder darauf zurück, es ist wirklich diese Freundlichkeit zu sich selbst und zu anderen. Und das ist wie ein stiller See in ihnen. Weil es das Innere ist, was interessant ist. Und das ist das, was anzieht, nicht das Äußere. Ja, ja. Ja. Und ich meine, die Lady, wie man sich so vorstellt, ich ja natürlich auch. Ich habe wie eine blöde Agatha Christie-Romane gelesen und da wimmelt es natürlich von Ladies. Ich hatte eine ganz genaue Vorstellung. Aber auch wenn ich mir in den Agatha Christie-Romanen die Ladies anschaue, die wirklich bewundert werden von den Menschen um sie herum, das sind die mit dieser inneren Kraft und diesem inneren Wissen und dieser Freundlichkeit. Es ist wie ein Schiff, das auf Kurs bleibt, das nicht sinkt durch die äußeren Umstände. Und das ist für mich so dieser tiefe innere Frieden, den man hat, wenn man wählt, ihn anzuerkennen. Das ist für mich wirklich das Ladytum. Und dazu gehört auch manchmal Stahl im Blick oder Stahl in dem, was man tut. Ja? Aber es ist immer begleitet von diesem Wissen um das, was man ist. Und die Position in der Welt. Eine Lady schätzt sich niemals gering. Eine Lady weiß, dass durch das, was sie tut, Zukunft kreiert wird. Eine Lady weiß, dass durch das, was sie tut, das Leben anderer beeinflusst wird. Eine Lady ist nicht die, die sich irgendwohin verzieht und glaubt, sie sei nichts wert. In den Garten geht und Würmer frisst oder so. Ja. Und auch diese innere Stärke, ne? Die können nach außen hin völlig zerbrechlich sein, aber die sind sowas von zäh und im Prinzip der Fels in der Brandung. Heidi lacht. Und dieses auch dieses im Ernstfall, dass alle wissen, im Ernstfall können sie sich auf Lady sowieso wirklich verlassen. Ja, also die ist wirklich der Fels in der Brandung. Ja. Und wenn man es jetzt mal so sieht, weil Sandra hat wieder begonnen, das mit Pippi zu vergleichen als Gegensatz, ja, klar, die macht, was sie will, die ist total unkonform, die rennt mit zerrissenen Sachen rum, die blablabla, wisst ihr eh alle. Aber im Prinzip ist doch das genau das, was Blanka gerade gesagt hat, auf Pippi kann man sich immer verlassen. Ja? Wenn es ein Problem gibt, geht man zu Pippi und Pippi wird es lösen. Ja, bei Pippi braucht man keine Angst haben, dass man was verkehrt gemacht hat. Bei Pippi muss man sich nicht entschuldigen, weil Pippi steht weit darüber. Sie braucht keine Entschuldigungen. Ja, sie braucht niemand, der ihr was Gutes über sie erzählt. Ja, die Pippi ist die Pippi, das ist die Lady, das ist das Wesen, dieses Wesen, das wir alle sind, wenn wir wählen, es zu sein. Dieses Wissen um das, was wir sind und was wir tatsächlich kreieren können in der Welt. Und bei Access reden wir die ganze Zeit darum, was wir alles kreieren können. Wer glaubt das denn wirklich? Wer erkennt es wirklich an in sich? Ja. So überall, wo ihr nicht anerkennt. Ich muss niesen. Sorry. Gesundheit. So überall, wo ihr nicht anerkennt, welche Macht und welche Power ihr seid. Wenn ihr seid und tatsächlich das Leben von so vielen Leuten beeinflussen könnt, egal was ihr seid, was ihr tut, es hat eine Wirkung. Wollt ihr das bitte jetzt zerstören und umkehren? Right, wrong, good, bad, but fuck, home, nine shots, boys and beyonds. Das ist auch das Witzige, was ich bei vielen Leuten beobachte. Ja? Sie erkennen nicht an, dass sie eine Wirkung auf andere Leute haben. Aber Leute, ihr habt eine, ihr müsst nur durch den Supermarkt latschen. Und wenn ihr lächelt, habt ihr eine Wirkung auf die anderen. Die gucken und sagen, oh, und freuen sich ein paar Sekunden. Wenn ihr guckt wie grumpy persönlich,
ja, habt ihr auch eine Wirkung auf die anderen. Weil für ein paar mehr Sekunden sind die anderen dann auch schlecht gelaunt. Und das könnt ihr fortsetzen. Ja, mit allem, was ihr tut, mit allem, was ihr seid, seid ihr eine Wirkung in der Welt. Und es ist an euch zu wählen, welche Wirkung ihr ausüben wollt auf die anderen. Ob ihr eine Einladung seid zu mehr, zu Ermächtigung, zu Kreation, zu Zukunft schaffen oder ob ihr eine Einladung sein wollt zu weniger, zu dem Normalen, zu dem, was alle machen, zu dem sich klein machen. Ja? So überall, wo ihr diese Realität wertvoller, vitaler und realer gemacht habt als die Macht, die ihr seid. Und die Freundlichkeit, die ihr seid. Wollt ihr das bitte jetzt zerstören und umkehren? Right, wrong, good, bad, pop, pop, online, shorts, boys and beyonds. Ja. Was noch? Ich rede schon wieder zu viel. Ich höre so gern deine Stimme. Dann lese ich das Telefonbuch vor. Nö, das wäre hart. Ja. Ich hätte mal noch eine Frage, und zwar zur Lady und zum Gentleman. Wie kann ich denn noch mehr eine Einladung sein für meinen Mann, dass er Gentleman sein kann für sich, außer ihm halt so sein zu lassen, wie er ist? Sehr gute Frage, sehr gute Frage. So, schaut euch vielleicht einmal an, wo ihr eure Männer tatsächlich entmachtet, statt sie zu ermächtigen. Allein manchmal, wie man über sie denkt, sind doch nur Jungs. Ja? Sind halt die Männer. Ja? So, schaut euch eure Gedanken an. So diese täglichen Gedanken. Was denkt ihr über eure Männer? Und ihr wisst ja, die sind auch energetische Wesen und können Gedanken lesen. Das reimt sich, also stimmt. So, wie viel schneidet ihr ihnen tatsächlich die Eier ab? Mit dem, was ihr über sie denkt und was ihr demzufolge für eine Energie ihnen gegenüber seid. Wie viel ermächtigt ihr sie, euch beizutragen? Wie viel erlaubt ihr ihnen, für euch zu sein? Wie viel erlaubt ihr ihnen und ermächtigt sie, für die Welt zu sein und der Welt beizutragen? Und Sandra, das hat sehr viel mit Erlaubnis zu tun, das hast du genau richtig erkannt. Ja? Aber wir können mehr tun als nur in Erlaubnis sein. Wir können sie wirklich ermächtigen. Wir können sie anerkennen dafür, wenn sie etwas Wunderbares sagen oder tun. Ja, wir können tief in sie reinschauen und können sehen, was da ist. Und ohne jetzt ihr Potenzial rausholen zu wollen, aber wir können sie dazu ermutigen, die Dinge zu verfolgen, von denen sie glauben, dass sie wertvoll sind. Was immer das für uns ist, ja, es ist egal. Aber sie zu ermutigen, sie zu ermächtigen, dem zu folgen, was sie wissen. Die meisten Männer sind in dieser Realität komplett verunsichert. Also das begann mit der ganzen Frauenemanzipationsgeschichte, wo alle dann plötzlich Softies sein sollten. Dann wurde ihnen vorgeworfen, dass sie Softies sind. Dann sollten sie plötzlich wieder Männer sein. Jetzt wissen sie überhaupt nicht mehr, was das eigentlich ist. Und ein Gentleman ist einer von denen, dem das alles am Arsch vorbeigeht und der weiß, wer er ist. Ja? Und der sich nicht aufgibt für euch, der sich nicht kleiner macht, der zwar alles für euch tut, sofern es in seiner Macht steht, aber nicht sich selbst aufgibt. Und der wirklich freundlich ist, der freundlich ist zu euch. Ein Mann, der andere Frauen verprügelt oder klein macht, ist kein Gentleman. So, wenn ihr solche Typen habt, dann habt ihr keinen Gentleman. Dann solltet ihr jemand anderen suchen. Oder nicht, das ist eh alles eine Wahl. Ja. So, Silvia, du hast gesagt, mein Mikro funktioniert nicht. Bedürfnis versus Bedürftigkeit. Mhm. Ist dein Mikro an? Kannst du reden? Nee, okay. Okay, so, genau, die Lady, die keine Bedürftigkeit hat. Aber Bedürfnisse hat. So, was sind Bedürfnisse? Was sind Bedürfnisse für euch? Fangen wir doch mal so an. Pipi machen. Ja, absolut. Essen, schlafen. Essen, schlafen.
Wärme. Wärme. Wünsche im Außen. Wünsche im Außen, was meinst du damit? Dinge, die man sich einfach wünscht. Ich habe ein Bedürfnis, mir was Gutes zu tun. Ich habe ein Bedürfnis, mir was Schönes einzukaufen, mir eine schöne Klamotten zu kaufen, schöne Schuhe, ein schönes Auto. So, ist das ein Bedürfnis oder ist das ein Wunsch? Good question. Ja, also es ist eine Definitionssache, ja. Mhm. Unter Bedürfnis bestehe ich, so das ist es, was für mich erforderlich ist. Ist das Bedürfnis the need im Englischen? The need. Ah, okay, then it's something else. Not yeah, and yeah, the okay. requirement. This is okay. what it's required now, ja. Yeah? Okay. Also es ist wirklich das ist es. Wenn ich das nicht habe, Leute, dann kann ich dann gleich drauf verzichten. Yeah. Ja. So, das kann, wie ihr alle gesagt habt, also die Beispiele, die ihr gesagt habt, waren genau das. Und es ist zum Beispiel Berührung. Ja? Es ist Anerkennung. Es ist Freundlichkeit. Ja? Das ist es, was ich brauche von dir. Wenn du mir das nicht geben kannst, dann kannst du dich verschüssen. Es tut mir leid. Bedürftigkeit wäre, oh, bitte bleib bei mir, ich brauche dich. Ja? Bitte sei so oder so. Wenn du nicht so bist, dann kann ich das gar nicht ab. Das ist Bedürftigkeit. Ich kann ohne dich nicht leben. Ich kann nicht sein, wenn du mir nicht dies oder jenes gibst. Oh, wenn du mit anderen Frauen weggehst, muss ich eifersüchtig sein. Ich brauch's, dass ich weiß, dass du der Einzige für mich bist und ich die Einzige für dich. Das ist Bedürftigkeit. Jetzt in Bezug auf Partnerschaft, es gibt alle möglichen anderen Bedürfnisse und Bedürftigkeiten natürlich in Bezug auf alle Beziehungen. Ja? Aber seht ihr den Unterschied? Ihr müsst gewillt sein. Eure Bedürfnisse, eure Erfordernisse erfüllt zu bekommen. Ja, ihr müsst darauf bestehen. Es ist diese Erforderung in eurem Leben, wo ihr sagt, das ist es, was ich brauche. Ende. Wenn ich das nicht haben kann. Ja, und die Jana sagt, ich habe gehört, die Anerkennung muss man sich selber geben. Ja, Logo. Aber ich muss sie auch von anderen einfordern können. Wenn mich jemand respektlos behandelt, wenn mich jemand nicht anerkennt für das, was ich bin und versucht, mich klein zu machen, dann werde ich den in die Schranken weisen. Aber das kann ich nur tun, wenn erst einmal ich selbst mich anerkenne, wenn erst einmal ich selbst respektvoll mir gegenüber bin. Dann kann ich das von anderen einfordern. Davon kann ich ein Lied singen, ja. Davon kannst du ein Lied singen? Ja, von früher. Okay. Aber das ist vorbei, oder? Zu 95%. Claudia hat auch Stahl im Blick, ich kenne sie. Ja, das ist der gewisse Stahl, den wir auch im Blick brauchen. Das ist dieser gewisse Stahl, so weit und nicht weiter. Ja? Ich bin vollkommen verletzlich, ich zeige dir, wer ich bin. Und ich fordere von dir, dass du das respektierst. Wenn du das nicht tust, hast du nichts in meiner Welt zu suchen. Ja? So, wie viel seid ihr gewillt, Respekt für euch einzufordern, als die Ladies, die ihr seid? Alles, was das ist, Margottillionen, wollen wir das bitte jetzt zerstören und umkreieren. Right, wrong, good, bad, potpock, all nine shots, boys, and beyond. So, über mich fährt keiner weg. Ich kann zwar mal selber stolpern und auf die Schnauze fallen, ja, kann schon passieren, aber ich verlange Gottverdammt nochmal von allen, dass sie mich respektieren und nicht über mich drüber laufen. Und wenn sie es tun, wenn ich das zulasse aus irgendeinem Grunde, dass das geschieht, werde ich mich selbst an der Nase fassen und werde sagen, was habe ich denn da gemacht? Ja, was habe ich denn da gemacht? Dazu was sagen? Ja? Ich habe das vor ungefähr 2 Monaten wirklich genau so auf den Punkt gebracht mit meinem Partner. Habe ihm gesagt, so und so funktioniert, das und das geht nicht. Wenn du so weitermachst, bin ich weg. Nur ausführlicher. Und seitdem, ich kann es immer noch nicht glauben, es hat sich total geändert. Das ist komplett was anderes. Er ist der Gentleman, der wahrhaftig ist. Ich bekomme Sachen, jetzt nicht materiell, sondern die Anerkennung, die ich wollte, die Berührungen, die ich wollte. Es war echt, boah. Und ich war da echt gewillt. Ich war echt gewillt in dem Moment, habe ich richtig gesagt, wenn sich das nicht ändert, das funktioniert nicht für mich. Das ist nicht, ich kann und will so nicht weitermachen. Und ich war. Du warst bei unseren 28 Power Days dabei, oder? Natürlich. Danach hat sich alles verändert. Ja. Ja.
Cool, super Michi, super, super cool gemacht. Ja, weil das ist nämlich der Punkt, wenn wir wirklich beginnen, für uns einzustehen und für uns zu wählen, es ist wie, als würden sich plötzlich alle Puzzlesteine in das Puzzle legen. Ja, weil alle anderen möchten das auch sein. Und die, die es nicht wollen, ist es besser, wenn sie aus eurem Leben verschwinden. Ganz einfach. Aus welchem Grund sollten wir an Leuten hängen oder bedürftig sein nach Leuten, die uns nicht das geben, was für uns erforderlich ist? Meine Erkenntnis daraus ist, dass der Partner dann der Gentleman nämlich wird, der er auch wahrhaftig sein kann. Ja. Wenn ich mich nämlich dann positioniere und sage, du, das funktioniert in meiner Welt so bitte nicht. Ja, ja, dann hat er auch die Gelegenheit, weil Männer brauchen ja immer eine klare Ansage. Ja, absolut. Im Vergleich zu uns Frauen, die sehr emotionsgeladen durch die Welt rennen, sind Männer sehr pragmatisch und sehr direkt. Und das favorisieren sie am besten nach meiner Erfahrung. Und da stelle ich dann auch, genau wie bei dir, Michi, fest, klare Ansage, du, das passt in meiner Welt nicht, bitte. Und ja, auf einmal kann er dann aber in sein So-Sein zurückkommen, wo er dann wirklich beiträgt, wo ich denke, wow, die Seite habe ich ja noch nie erkannt. Und er kann dann wirklich auch wählen, zum Beispiel zu sagen, okay, ich habe das bisher so gemacht, für dich funktioniert das nicht, dann kann ich wählen, ob ich es weiter so tue und dich verliere oder ob ich das verändere. Mhm. Ja? Und ich möchte noch was dazu sagen, dass wir Frauen emotionsgeladen durch die Gegend laufen und die Männer pragmatisch sind, so pock, pock. Also wenn das die Definition ist, dann bin ich ein Mann, und zwar ein Macho. Ja. Da sind wir schon zwei Männer. Ja, schau. Hast du mal gelesen, Men are from Mars and Women are from Venus? Hast du das Buch mal gelesen? Ich habe es nie gelesen, nein. Aber schmeißt du dich weg? Ja, ja. Okay, gut. Ja. Ja, aber mir hat es schon genügt, Gentleman's Club und Salon des Femmes zu lesen. Das fand ich auch sehr lustig. Ja, cool. Was noch? Und da ist ja dann auch dieser, dass der Mann sich nicht verkehrt fühlen muss, ne? Wenn ich ansonsten aus der Bedürftigkeit. Aus der Bedürftigkeit heraus agiere und sage, ich will, dass du so und so bist. Ich kann ja dieselben Worte benutzen. Ich will, dass du so und so bist, sonst bin ich hier weg. Oder ich kann eben sagen, du, es funktioniert halt für mich nicht, aber du bist trotzdem in Ordnung, so wie du bist. Nur für mich funktioniert es nicht, ja? Also, genau. Weil es gibt nämlich auch Männer, die wirklich, ich glaube, oder viele Männer haben einfach die Antennen draußen und kriegen das sofort mit, wenn sie irgendwie kritisiert werden. Und machen dann genau das Gegenteil. Also ich glaube, man muss da wirklich sehr klar mit sich sein und selber wirklich echt die Lady sein, damit das auch funktioniert. Und deswegen, Michi, Hut ab, klasse gemacht. Lady Michi. Danke. Ja. Aber ich war in dem Moment wirklich auch bereit. Ich habe mich dann wirklich hingesetzt und gedacht, okay, und was ist jetzt das Schlimmste, dass er wirklich sagt, nee, ich kann dir das nicht geben oder ich will dir das nicht geben. Und dann wäre es für mich wirklich so gewesen, okay, dann wäre ich gegangen. Das habe ich ihm auch gesagt und da war auch, glaube ich, dieser Stahlblick, weil er war dann so richtig, was war das jetzt? Und wir haben echt stundenlang geredet und von dort, also ist wirklich alles anders. Es ist, wow. Ja. Finde ich auch, ja. Und das, was Blanka gesagt hat, ist genau der Punkt. Wir neigen dazu, unsere Position zu vertreten, indem wir uns verteidigen, indem wir uns rechtfertigen, indem wir begründen, statt einfach zu sagen, sorry, das funktioniert nicht für mich. Das ist es, was für mich wichtig ist. Und ich kann total gut sehen, dass du das nicht siehst oder dass du es noch nicht gesehen hast bisher und dass das vielleicht was in deiner Welt völlig anders aussieht. Und es ist nichts verkehrt daran, du bist wunderbar. Aber so wie es das ist, geht es nicht für mich. Ja. Und ohne sich selber rechtfertigen zu müssen, das ist so, das geht für mich nicht, weil und das ist das und das ist das und eigentlich ist es ja so und du machst ja immer und auch du hast ja deine Sachen, die mir nicht gefallen oder die dir nicht oder ich habe Sachen, die dir nicht gefallen, bla bla bla. Und dieses Ganze hin und her, da ist keinerlei Klarheit darin, da ist keinerlei Gewahrsein drin, das ist nur einfach ein Aufrechnen von Dingen und in das geraten wir einfach viel zu schnell. Und Männer, ich schwör's euch, sind die Meister darin, sich sofort verkehrt zu machen für alles. Sich in ihr Schneckenhaus zurückzuziehen, zu sagen, na gut, dann noch nicht. Ja?
Oder aggressiv aus dieser. Oder aggressiv zu werden. Genau, aber sich verkehrt zu machen, sich so zu fühlen, als würde die Frau einen nicht toll finden, als würde die Frau einen nicht für einen Mann halten, das haben sie einfach von ihren Müttern gelernt. Ja. Ja. So überall, wo ihr nicht gewählt seid, wirklich zu sehen, was bei der anderen Person los ist, überall, wo ihr aus Schlussfolgerungen und Recht haben heraus funktioniert, mal zu sehen, was wahrhaftig ist und geschickt damit zu spielen, wollt ihr das bitte jetzt zerstören und klären. Right, wrong, good, bad, pot, pock, online, shots, boys and beyonds. Und das ist auch so ein Ding, wo wir den Männern immer die Eier mit abschneiden. Ja? Wenn wir ihnen quasi die ganze Zeit sagen, wir wissen, wo es lang geht, wir sind super, wir haben die Ahnung und du bist bloß ein blöder Mann und bin ja froh, dass du so gut funktionierst, ist eh schon klar, aber mehr ist das ist halt nicht drin. Oder solche Dinge, das höre ich die ganze Zeit von Leuten. Ja? Und dann wundern sie sich, wenn sie in der Küche eine Maus sind und im Schlafzimmer kein Hengst sind. So, Heidi, ich kann ja eh nichts recht machen, genau, das sagen sie. Und was kann man da machen, damit sie sich nicht so fühlen? Die Lady sein. So, wie würde eine Lady mit irgendeiner Person umgehen? Die Heidi hat dieses nette Video gepostet von dem Stand-Up-Comedian, der darüber gesprochen hat, wer bei einem Date bezahlen soll. Mhm. Ich fand das so toll, weil was hat der gesagt? Der hat gesagt, wieso behandelt ihr eure Partner nicht wie euren besten Freund? Mindestens wie euren besten Freund. Das war großartig, ja. Ja. Was ist das, dass wir unsere Partner entweder wie Hündchen behandeln oder wie Monster oder was auch immer? Warum? Wie kann es sein, dass wir unseren Partnern gegenüber weniger Wohlwollen, weniger Respekt, weniger Freundlichkeit gegenüber zeigen als allen anderen Leuten? Ja, was ist das? Was ist das? Familie. La Familia. Ja, so überall, wo ihr abgekauft habt, gelernt habt, dass es in der Familie zugehen kann, wie bei Hempels unterm Sofa, während ihr überall höflich und freundlich sein müsst, wollt ihr das bitte jetzt zerstören und umkriegen. Right, wrong, good, bad, pot, talk, online, shorts, boys and beyonds. Das ist irgendwie so dieses Familie, ne, da kann ja eh nichts passieren. Das ist ja eh, ja, da können wir ja gemein zueinander sein. Das müssen wir ja, oder andersrum, oder wir müssen halt ertragen, weil es eben Familie ist. Ja. Es ist einfach dieses Vertrautheit, Vertrautsein mit vielen Dingen. Man wird sich ja immer vertrauter und damit fallen immer mehr die Barrieren. Und damit fließt es immer mehr ineinander. Und dann vergisst man dieses Respekt, Wertschätzung, dieses Prickeln, was am Anfang ist, was man ja immer über lange Zeit eigentlich halten soll. Wer es kann, ist gut. Ja, das geht dann eben durch dieses Vertraute, durch dieses Barrieren fallen lassen, durch diese Intimität, durch dieses, verwischt sich das ein Stück oder verfließt ineinander. Und deshalb ist es, ja, man nimmt es für selbstverständlich. Und weil wir auch gelernt haben, bei Familie zum Beispiel, dass Blut dicker ist als Wasser. Ja? Wurscht, was die zu uns sagen, die lieben uns. Und auch bei Partnern, ja, kommt es in dieses Fahrwasser. Wurscht, was wir zu denen sagen, ich liebe sie doch. Wurscht, was die zu uns sagen, die lieben mich doch. Bullshit. Ja? So alles, was euch daran hindert, zu euren Partnern, zu euren Kindern, zu wem auch immer in der Familie ebenso freundlich zu sein wie zu einem Wildfremden, ja, und ebenso respektvoll wie zu eurem besten Freund oder der besten Freundin, wollt ihr das bitte jetzt zerstören und umkriegen? Ja. Right, wrong, good, bad, pot, pock, online, shorts, boys and beyonds. Warum zerstören wir bei Access jeden Tag unsere Beziehungen, unsere Schlussfolgerungen, unsere Projektionen, unsere Erwartungen, unsere Zurückweisungen? Ja, warum tun wir das, unsere Trennungen? Einfach weil genau das ist, was passiert, was Ulrike geschrieben hat. Wir haben all diese Bilder von der Person, wie sie ist, wie sie zu sein hat, wie sie sein sollte, wie sie ganz sicher nicht ist, wie sie sein muss. Und das projizieren wir tagtäglich. So, wenn wir all das jeden Tag wieder zerstören, können wir diese Person mit neuen Augen anschauen. Ja, wir können sie sehen als jemand, den wir gerade erst kennenlernen, ganz frisch. Und dann in der Frage bleiben. Wer ist das? Was ist das? Was ist da gerade los in seinem Universum? Was kann ich heute beitragen? Was kann der empfangen? Was kann er hören?
Was bin ich gewillt zu empfangen? Was bin ich gewillt beizutragen und was kann ich beitragen? So, das ist wirklich dieser Status, in dem wir sein können, wenn wir keine Schlussfolgerungen mehr haben, keine Ansichten mehr über die Person, nicht unseren Rucksack der letzten Jahre mit uns rumtragen, sondern wirklich sehen, was ist heute? Welche Freundlichkeit kann ich heute sein? Also eigentlich jeden Tag ein neues Kennenlernen. Genau. So, welche Freundlichkeit kann ich heute sein, die alles verändern würde? Da gibt es so einen süßen Film von so einem Mann, der hat eine Freundin, ich weiß nicht, wie der heißt, irgendwas mit Verabredung. Die vergisst immer alles. Also die weiß am nächsten Tag nicht mehr. 50 erste Date. Genau. Ja, genau. Das ist schön. Ich habe den leider nicht gesehen, aber war gut. Süß. Immer mal wieder, der ist total süß mit dem, ich weiß nicht, wie dieser Schauspieler heißt, der passt auch für die Rolle, finde ich so. Ja. Der Ben Stiller ist das. Oh, Ben Stiller. Okay. Wie heißt der Film? 50 erste Dates. Ach, wie schön. Ich habe auch einen Roman gelesen mit irgendjemand. Ah, okay. Danke, Rosemarie. Bestimmt gleich gegoogelt. Ich hab auch ein Buch gelesen mit es war ein ähnliches Thema, aber nicht lustig, es war eher ernst. Aber auch wirklich dieses ein Gedanke, mit dem ich immer gerne spiele. Was, wenn du morgens aufwachst und du weißt nichts mehr von deiner Vergangenheit? Und das ist wo wirklich so ein Clearing, was ich oft bei mir mache. So was, wenn ich keine Vergangenheit hätte? Was, wenn ich keine Erinnerung an meine Vergangenheit, an meine Beziehungen hätte? Was würde ich heute wählen? Wie würde ich heute sein? Mit wem würde ich heute sein? Ja, das war ein. Sorry. Ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn man Männer kritisiert, unter Anführungszeichen, sprich ihnen irgendwie klar machen will, was nicht so gut funktioniert für einen selbst, dass das Timing ganz wichtig ist. Mhm. Dass gerade wenn man mit einem Mann zusammen ist, der sich leicht angegriffen fühlt, da muss man, also habe ich für mich halt herausgefunden, dass es ganz wichtig ist, einen Zeitpunkt zu finden oder zu kreieren, wo seine Barrieren ganz weit unten sind, wo er wirklich bereit ist, zu empfangen und anzunehmen. Ich meine, du machst Nackt-Yoga bei dir im Haus und man guckt so, was gibt es für einen besseren Zeitpunkt? Sorry. Aber du hast natürlich recht, ja. Also so zwischen Tür und Angel, wenn ihr gerade schon Zoff habt, solltet ihr nicht unbedingt solche Dinge ansprechen. Was ich auch immer wieder die Erfahrung gemacht habe, dass sehr gut ist, wenn ich nicht mit irgendwelchen Schlussfolgerungen komme, sondern wenn ich erstmal frage, ja, oh, ich denke da über was nach, kannst du mir da mal helfen? Wie siehst du das? Ja, also wirklich einladen dazu, mir beizutragen, ja, mir zu sagen, was er denkt, statt dass ich gleich mal sage, so und so ist es. Ja. Und dann aus dem Gespräch heraus kann man freundlich sagen, ich sehe total, ja, aber weißt du, das ist was gar nicht geht für mich. Da fühle ich mich so und so bei und das hat die Folgen für mich und das ist nichts, was ich haben möchte. Sorry. Und ich kann gut verstehen, dass du das machen möchtest. Und du kannst das, ja. Ich erlaube dir das sehr gerne, aber nicht mit mir. Und das ist wirklich ehrlich gemeint, ja. Nicht als Strategie, weil das ist dann eben auch die Lady, die wirklich es ehrlich meint. Die gewillt ist, die andere Person zu verlieren. Und da kommen wir wieder in die nicht bedürftig sein. Ja, so alles, was euch daran hindert. Alle. Und jeden aus eurem Leben zu verlieren, bereit zu sein, sie zu verlieren, wollt ihr das bitte jetzt zerstören und umklären. Right, wrong, good, bad, pop, pop, online, shots, boys and beyonds. Ihr könnt gewillt sein, jeden zu verlieren, wenn ihr wisst, dass ihr alles kreieren könnt. Ihr habt erst Angst, jemanden zu verlieren, wenn ihr nicht wisst, dass ihr alles für euch kreieren könnt. So alles, was das ist und was damit hochkommt, aber das bitte jetzt zerstören und kreieren. Right, wrong, good, bad, pop, pop, online, shorts, boys and beyonds. Cool. Oh,
Roswitha, du hast deinen Screen mit uns geshared. Roswitha, kannst du das ändern, Blanka? Kannst du, du kannst die Fernbedienung beantragen. Oh, passt schon. Super. Ups. Also wen das interessiert, da hat auch mal so ein Mensch, der heißt Marshall Rosenberg, der hat geschrieben, welches da heißt, gewaltfreie Kommunikation, und dann gibt es auch noch Familienkonferenz. Und ein ganz heißer Tipp ist immer, mit Ich-Botschaften zu kommen. Nicht du musst aber, sondern eben zu sagen, also du, ich würde es wirklich cool finden, wenn du das so und so und so machen würdest, das wäre für mich besser. Ja, so Marshall Rosenberg, dann die gewaltfreie Kommunikation, das ist ein feiner Ansatz. Auch Ich-Botschaften, das stimmt. Und vor allen Dingen, schaltet euer Gewahrsein ein. Es gibt kein System und kein Regelwerk, das euch tatsächlich durch solche Unterhaltungen durchführen kann, wenn ihr emotional seid oder wenn der andere emotional wird. Ja? Es ist ein gut zu wissen, es ist eine gute Struktur, aber schaltet euer Gewahrsein ein und engagiert das Universum in dem, was ihr sagt. Ja? Das ist für mich der beste Tipp, den man überhaupt geben kann. Barrieren runter und dann Energie ziehen, das Universum engagieren und im Moment zu warten, nicht gleich loszuklappern, sondern wirklich immer in der Frage zu sein, was ist das? Okay, was kann ich jetzt sagen? Was kann der andere hören? Manchmal ist es gut zu schweigen. Ja, manchmal ist es sehr gut zu schweigen. Wir neigen dazu, viel zu zerreden. Männer mögen das nicht. Männer neigen dazu, die Dinge mit sich selber auszumachen, das Problem zu lösen für sich, und dann kommen sie wieder, das Problem ist geklärt und alles passt. Ja? Ihr könnt dazu Salon de Femme und Gentleman's Club lesen. Ich unterschreibe nicht alles, aber vieles davon ist unglaublich hilfreich. Ja? Aber das ist wirklich das, was ich euch allen rate, nicht nur mit eurem Partner, in jeder Art von Kommunikation, in jeder Art von Unterhaltung. Nicht eurem Verstand unbedingt zu folgen, der euch sagt, was opportun wäre oder angemessen oder was auch immer, sondern kurz innezuhalten, durchzuatmen, zu schauen, was ist es, was das Universum mir gerade einflüstert, dass, wenn ich es sagen würde, alles verändern würde. Alles, was ich nicht erlaubt, dieses Gewahrsein zu sein, kann man das bitte jetzt zerstören und umkehren. Right, wrong, good, bad, pot, all nine shorts, boys and beyonds. Cool. So, gibt es noch irgendwas? Tut mir leid, aber ich habe noch einen Termin. Wir sind gleich am Ende, Ulrike. Bis gute bald. Reise, meine Liebe, und komm bitte heile wieder und lass es dir richtig, richtig, richtig super geil gut gehen da unten. Mein Bestes, danke. Ich freue mich für euch. Viel Spaß und euch allen anderen auch. Schönen Abend. Ciao. Ja. So, gibt es noch was, was ihr zufügen wollt? Oder uns noch erzählen wollt, fragen wollt? Hat es euch gefallen? Ja. Ja, cool. Nachdem wir das jetzt eine Frauengruppe haben, ja, lass uns das doch einfach öfter mal machen. Wir können das mit Partnerschaftsthemen machen, mit, keine Ahnung. Und ja, natürlich verkaufen wir euch auch, weil es die Blanka und ich, wir machen demnächst einen Zoom über Singles, glaube ich. Das hat Silvia angeregt, der was kostet. Und dann haben wir demnächst hier 28 Tage, die losgehen, die Power Days. Die beginnen im Januar, wo sowas wie jetzt mehrmals die Woche passiert, dazu alles mögliche andere. Also ja, schauen wir mal, wann wir das hier, sowas Ähnliches wieder machen. Also lasst uns bei Frauenthemen bleiben in der Frauengruppe und regt ruhig was an. Ja? Wir können das gerne ab und zu, wenn wir Zeit haben, wieder machen, dass wir uns alle auf Zoom hier treffen. Ja, gerne. Also ich hätte da gerne auch mal was mit Frauen und Söhnen. Oh. Müttern und Söhnen. Wir haben beide zwei Söhne, wir wissen, wovon wir reden. Ja, und ich habe so einen 25-Jährigen, der mich im Moment wirklich, da muss ich viel Lady sein. Cool, ja, sei die Lady. Da würde mich wirklich auch ein Austausch mal interessieren, weil das wären ja die zukünftigen Gentlemen. Absolut. Ja, post schon mal was in der Gruppe, wenn du magst, dann gucken wir mal, wie viele andere Söhne, Mütter da sind und was wir daraus dann zaubern können. Okay. Viel Spaß in Neuseeland. Dankeschön. Gute Reise. Danke. Tschüss.
Tschüss. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ciao.